Neue Fahrer, neue Autos, eine neue Formel-1-Saison. Aber es ist immer noch der gute alte Albert Park, den wir nun schon seit über zwei Jahrzehnten kennen, in dem die erste Runde einer Meisterschaft über 21 Rennen stattfinden wird und die uns von hier in Melbourne, Australien, über den ganzen Globus bis hin zum Saisonfinale auf dem Yas Island Circuit in Abu Dhabi führen wird. Südlich der Innenstadt der australischen Metropole Melbourne liegt in einem Park der Albert Park Circuit. Die Strecke ist 5,3 Kilometer lang. Es sind öffentliche Straßen, die natürlich am Rennwochenende für den Verkehr gesperrt werden. Aber eben weil es öffentliche Straßen sind, ist dieser Kurs sehr, wie die Engländer sagen, bumpig. Im Deutschen sagen wir schlicht und ergreifend, es gibt eine Menge Bodenwellen. Rund um einen See erwarten uns 16 Kurven und auch dank der DRS-Zonen vor Kurve 1 und Kurve 3 zwei passable Überholmöglichkeiten. Dieses Jahr hat der Sport viele Änderungen zu verbuchen. Regeln wurden überarbeitet, es gibt eine neue Reifenmischung und natürlich hat sich auch bei den Fahrzeugherstellern einiges getan. In der neuen Saison kehrt Alfa Romeo zur Formel 1 zurück und das Team Force India der letzten Saison zeigt sich unter dem neuen Namen Racing Point. Ich führe Sie durch die Action der Formel 1 Saison 2019 und an meiner Seite darf ich Michael Zimmerer begrüßen. Schön, dass du bei uns bist. Danke, Heiko. Es ist immer eine Freude, hier zu sein. Ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen. Das letzte Jahr hat Mercedes seinen 5. Konstrukteursmeistertitel in Folge geholt. Und das, obwohl es zu Beginn der Saison ein wirklich haariges Kopf-an-Kopf-Rennen mit Ferrari gab. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr einen spannenderen Wettkampf erleben, der erst im allerletzten Rennen in Abu Dhabi entschieden wird. Eine weitere Sache, die wir unbedingt im Auge behalten sollten, ist die Performance von Red Bull, die dieses Jahr zu Honda als Motorenlieferant gewechselt haben. Es bleibt abzuwarten, was das für ihre Performance und ihre Zuverlässigkeit bedeutet. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Dank einer fantastischen Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Vor Max Verstappen, der von P2 startet. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Vettel, Bottas, Lewis Hamilton und Gasly, Ricciardo, Perez, Magnussen und Nico Hülkenberg. Butler, Raikkonen, Lando Norris und Albon, Stroll, Richter, Romain Grosjean und Carlos Sainz Jr. Russell und Lukas Weber vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Unser Teamkollege sogar auf 19 und damit ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fan 2019 mit dem Rennen aus Australien. Es geht endlich los, liebe Leute. Excellent job yesterday. We qualified above expectations. Let's go out there and put in a performance. Die Rennstrategie-Einführung. Rennstrategien werden vom Team verwendet, um Boxenstopps und die Reifen anzubestimmen. Strategien können personalisiert oder geplant sein. Für personalisierte Strategien werden Vergleichsdaten aus dem Reifen-Trainingsprogramm herangezogen, sodass eine auf dich zugeschnittene Strategie entwickelt werden kann. Für Planstrategien werden Daten aus Simulationen verwendet. Ja. Wir fahren allerdings die Variante 1 mit den Soft und den... mit den Supersoft und Soft-Reifen, also mit den weichen. Ne, Soft und Medium, so heißt es ja jetzt richtig. Ja. Wir können also rein ins Rennen. Erste Rennen der Saison, liebe Leute. Ja, müssen wir jetzt wirklich ein bisschen arbeiten hier. Bloß keine Strafe irgendwie sich holen. Wir müssen echt aufpassen, dass wir hier keinen Fehler machen. Platz 16 war natürlich ein Träumchen. Vielleicht packen wir ja noch eine Möglichkeit. Das war tatsächlich eigentlich irgendwie noch ein Pünktchen mitnehmen. Das wäre für diese Saison auf jeden Fall ein Erfolg, aber wie gesagt. Gucken, wie weit es heute geht, wie weit es geht. Wir wollen erstmal unsere Vorgaben erreichen, regelmäßig mit unseren Teamkollegen schlagen und dann einfach mal gucken, ob wir den Wagen Step by Step mal vorentwickeln. Mehr möchte ich nicht. Und in Zukunft möchte ich dann irgendwann mit dem Auto wieder da angreifen, wo er vor 15 Jahren war, nämlich ganz, ganz oben. Also beziehungsweise vor 20 Jahren. Ja, 22, 97. Der Wärmtitel damals mit Frenz und Villeneuve. Und jetzt ist es die Chance für zwei Rookies. Also was heißt zwei Rookies? Ich bin auch schon 32, also mal abgesehen davon. Aber man hat ja kein Geburtsdatum da drin. Ja. Und ich habe auch schon ein bisschen Formel 1 Erfahrung.
wer so meinen Kanal verfolgt. Ich glaube, seit 2015 fahre ich wirklich Let's Plays mit F1. Den Zoll lasse ich mal da vorne raus zuvor. So, jetzt zweitet der Computer wieder. No, ich mache jetzt mal ein bisschen konzentrierter das Rennen, liebe Leute. Ja, und jetzt auch sich die anderen Kollegen in die Burg schon wieder einen Haas haben wir sogar gepackt. Was auch gerade immer eine dicke Überraschung ist. Der Start ist auf Wolke aus Australien. Das Grosjean da vorbeigeht. Ja, genau. Danke, ihr Arschlöcher, dass ihr mir den quasi den Start versaut habt. Ich hab ne Vollkollision verursacht? Wofür hab ich ne Kollision verursacht, WTF? So, muss ich mich wieder ein bisschen konzentrieren. Haben natürlich alles verloren, was da wieder mal sowas aufgebaut haben. So, außen vor. Wieder eben vorbei an unserem Kollegen, unserem Teamkollegen, der jetzt natürlich neben uns ist, der versucht natürlich jetzt angreifen. Platz 18 momentan. Übrigens 15 Runden. Die uns heute anstehen. Eine Art Rache kriege ich damit auch hin. 17. momentan. Jetzt sind wir wieder zumindest auf unserem eigentlichen Startplatz. Also Grosjean hat es natürlich davor gesetzt. Schnellste Rennrunde, Charles Leclerc. Ich glaube, es gibt auch diese Sonderpunkte, den. Mit den, wenn man die schnellste Rennrunde fahren soll, Leclerc würde momentan auf Kurs 26 WM-Punkte gehen. Ich vergesse manchmal ein bisschen wieder das Runterschalten, weil ich es einfach nicht gewohnt bin, aber ich muss auch mich ein bisschen umgewöhnen in F1 2019, liebe Leute. Ich jag jetzt gerade Alex Albon. Den neuen Fahrer bei der Scuderia Toro Rosso, der nur knapp vor uns liegt. Da muss ich jetzt ein bisschen dran arbeiten. Also irgendwann haben wir ja DRS, 15 Runden, wie gesagt, stehen heute an. Hinter uns macht ein Dings ziemlich Druck, einen Alpha. So, wenn ich jetzt Glück habe, kann ich mich versuchen, in erste nächste Kurve anzugreifen. Gegen Alex Albon, nein, da hat er zugeworfen, die Tücke. Und da versucht Russell außen, aber den packe ich mir noch, den hole ich mir wieder zurück, den Platz. Also 17. Platz will ich haben, Max Verstappen holt sich gerade den momentan schnell zur Runde, die ist eminent wichtig. Ja, wir haben noch viel zu arbeiten, liebe Leute. Wenn wir eine Sekunde hinter dem Kollegen sind, dann können wir tatsächlich. Hm.
Ich arbeite mich gerade so ein bisschen, versuche mich wieder reinzuarbeiten. Wir haben jetzt wieder ein bisschen eine kleine Lücke gezogen, mittlerweile auf Russell. Und was ich cool finde, zum Beispiel, dass du dir oben die einzelnen Sektoren angezeigt bekommst, wie die momentan aussehen, ob die wirklich gut sind oder ob die schlecht sind. Und wir sind so natürlich der erste Sektor rot, weil ich halt auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten habe. Wir haben noch kein DS, wir waren noch nicht nah genug dran an Alex Album. Jetzt können wir aber versuchen ranzuziehen. Also wenn ich wieder meinen Startplatz bekomme, 16. momentan wäre das, dann wäre es super, wäre ich zufrieden mit. Zweiter Sektor uns auch rot, ist aber auch letztlich egal. Komm, der Angriff auf Album vielleicht jetzt. Ja, ein bisschen Beatspin hat er. Beim Rausbeschleunigen gerade, habe ich gemerkt. Er zieht mir, die macht mir natürlich die Lücke. Ja, das haben wir schon klar. Das war mir klar, irgendwie, dass er dann, dass er da was will. Oh, leck mich doch am Arsch, Alter. Ich kann ja nicht sein. Das Problem ist, kann ich nicht gewinnen. Ich muss in diese Kurve rein und muss ich dann runterschalten auf den vierten Gang. So, jetzt machen wir es so. Vorbei an Russell. An Albin. Wenn natürlich auch noch nicht bei dem perfekt ist, mein Let's Play, das ist klar. Wie gesagt, nochmal. Ich lerne das erste Mal sogar mit dem Schalten selber. Das macht schon Laune. Es ist mal wieder was komplett anderes, ne? Auch ich entwickle mich über Jahre und versuche mich weiterzuentwickeln für euch. Deswegen kann ich auch nicht immer so viel sprechen im Let's Play, weil ich halt auch, wie gesagt, auf diesen Ton achten muss. Gut, dann 6. Ups, ist zu. Allzu viel. Aber ich bin zumindest mal aus der DS-Zone raus. Ich glaube, den Haas davor, den würde ich wahrscheinlich nicht mehr kassieren. Das Gute ist, wir haben einen frischen Satz Reifen noch drauf. Wobei Russell jetzt wieder, beziehungsweise der Toro Rosso jetzt wieder dran ist an mir. Alex Albon ist wieder dran an mir. Und Russell ist auch vorbei. Ich komme wieder ein bisschen weg. Boah, wir haben 5 Runden lang gearbeitet. 5 Runden gefahren. Das sind auch nur 2,9 Sekunden. Also, wie zum Thema, wir kriegen wahrscheinlich ein Dings nicht mehr. Ups, da habe ich vergessen, kurz hochzuschalten.
Ich muss mich jetzt auch wieder ein bisschen reinfuchsen an dieses dieses Rennen. Vielleicht kriegen wir noch einen. Das wäre schön. Wir sind mittlerweile in Runde 6. Also 9 Runden haben wir noch zu arbeiten hier. Wieso sind Timmer die Williams gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin? Momentan, wie gesagt, zwar hinterem Mittelfeld, aber wie gesagt, momentan, das Russell kriegt sich momentan komplett abgesetzt von Albin. Ich vermute, dass es Albin ist. Ricardo in der Box. Der Lokalmatador im Renault. Genauso wie Valtteri Bottas. Ich weiß, dass wir die Reifen mal nicht mehr wollen. Möchte noch, also ich fahre noch eine Runde. Ne? Komm wieder ein bisschen weg, das ist das Gute. Also es geht eigentlich jetzt gerade nur positionstechnisch gegen Grosjean. Auch weil ich mich momentan mega happy über Platz 9 bin in der Zwischenzeit. Aber da sind alle schon in der Box, Verstappen, Vettel, Bottas sind alle schon in der Box. Hamilton wird wahrscheinlich auch schon drin gewesen sein. Es geht einzig allein um vielleicht noch eine Möglichkeit zu haben, vielleicht noch ein oder zwei Autos zu kassieren. So, runtergehen in den 6. Hochschalten in den 7. Zweite Ton kommt dann in den 8. Hier runter in den 4. Hey, wir fallen natürlich. Verwarnung, ja, ich bin ein bisschen rausgekommen. Mein Gott, pisst euch mal nicht an, liebe Rennleitung. So, jetzt gehen wir in die Box. Ja, für uns ist Pech gehabt. Hätte natürlich vorher reingehen können. Oh, das war klar mit den Stürmen. Hätte natürlich kassiert. Ja, das ist Grosjean, ne? Für uns ist natürlich jetzt gut. Wie gesagt, Punkte gibt es ja eh nicht. Da ist ja, glaube ich, noch einer vorbeigeflogen. Oh, Alter, wie der aber richtig... Ja, es ist klar, Alter.
Da vermute ich, dass da noch einer nicht drin war. Ich glaube, oder wir haben definitiv einen Platz verloren. Dann sind wir nämlich auch nur auf 17. Ich weiß nicht, wer da vorbeigeflogen könnte, rein könnte. Ich meine, ob der 16 oder 17 wird, macht er mir auch nicht. Den Kuchenfett, aber es ist scheißegal. Aber. Ja, was er weiter warten muss, ist er natürlich jetzt weit zurückgefallen. Ah, ich glaube, der Toro Rosso, der zweite, der Weber, ist, glaube ich, an uns vorbei. 6 Runden noch. Ja, da hat immer mal wieder so ein bisschen bei Bremsen, dass die Bremsen scheiß reagieren. Na, ich hatte es mir schon fast gedacht. Gut, dann sind wir so wieder sortiert. Ja, durch den kleinen Fehler, den ich da hatte, weil ich ein bisschen zu weit rausgekommen bin ins Gras, habe ich natürlich mega Zeit verloren. Das ist klar. Ganz schwierig wird, den Hass zu kassieren. Er war schön dran nach dem Boxenstart. Die Kurt verdammt schnell gearbeitet. Und deine zweiten. Ui, 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 ui. Der will aber. Keep managing your tires. Manage your tires. We're leading our teammate by 9.7 seconds. Ja, war mir klar. Okay, gap ahead is 2.9 seconds. 2.9 nur noch. Bis 3, ja, er kommt ein bisschen ran jetzt gerade. Auch ein bisschen das. Ist noch ein bisschen Sprit auf. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht habe ich die Möglichkeit dran zu kommen. 6, 8. Also, ich komme jetzt wieder ein bisschen weg vom. Von Alex Albon. Weil der Weber jetzt vorbei ist im Alpha. Der ist jetzt ja Giovinazzi momentan.
Aber ich weiß nicht, ob der zurückkommen wird. Wobei der zweite Toro Rosso da vorne Devin Butler sein müsste. Der Daniel Kwiat ersetzt. Wir arbeiten jetzt wieder langsam wieder ran. Da willst du keinen Ausfall. So viel zum Thema dazu. Gebärgästler, dann sind wir 15. Ja, Punkte wird es heute nicht mehr geben. Das ist klar. Aber wie gesagt, das ist eigentlich auch nicht das Ziel gewesen. Das einzige war, wie gesagt, gutes Rennen zu bieten. Wir sind 15, da haben wir sogar noch eine Platzierung gewonnen. Und irgendwie war das Ziel, zumindest mal den Startplatz zu verteidigen. Ich glaube, darum geht es letztendlich. Statt jetzt haben wir auch unseren Teamkollegen hinter uns. Und das ist ordentlich. Aber ja, vielleicht kommen wir nochmal mit ein bisschen Glück ran an die Jungs davor. Davor ist ein Renault. Das ist Ricciardo tatsächlich. Also Grosjean, Ricciardo, das sind die zwei Jungs vor uns. Weil Ricciardo, glaube ich, auch der erste dran haben müsste. Ich habe Glück, deswegen sage ich schön mit der S an dem. Wir müssen nur die bessere Position haben als er.
Vettel hat das Ding gewonnen. Oh, leck mich. Oh, Mann. Super, ey, da sind wir wirklich dran an dem Auto, fahren vorbei und dann in dem Moment schaltet sich mein Lenkrad ab. Und ich weiß mir tatsächlich die Position noch weg. Hier ist unser Sieger, der seinen Ferrari in den Park Fermé fährt. Fuck you, ey! Mann, ich war auf Gange 14., 15., das hätte ich locker schaffen können. Wie sie dieses Resultat erzielen. Ich denke, es war deutlich, dass der Hauptfaktor auf der Strecke die Geschwindigkeit war. Es klingt nach einer furchtbar vereinfachenden Aussage. Schnelle Autos gewinnen Rennen, Heiko. Und das haben wir heute bei unserem Sieger gesehen. Ja, Mann, das ärgert mich gerade. Ich hätte es locker schaffen können. Ich wäre da vorbei gewesen an dem Grosjean. Nein, er sagt mir nö. Gleichzeitig müssen wir auch mich, weil ich abschalten. Eine gewaltige Leistung von Ferrari. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt, dass sie heute hier wieder an der Spitze stehen. Das ärgert mich gerade. Das ärgert mich gerade richtig. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft. Was gibt es uns denn für Positionen? Dieses hervorragende Ergebnis sichert sich TSQ sogar 9. Letzter. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist das Lukas Weber. Cool, gelassen, gefasst. Eine sehr beständige Leistung, auf die er heute stolz sein kann. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Ich war auf Kursplatz 14, 15. Ich hätte es haben können. Ich war vorbei. Ich war vorbei an Grosjean. Und in dem Moment schaltet sich mein Lenkrad einfach komplett ab. Wirklich in der letzten Runde. Das ärgert mich gerade. Dann gibt er mir. Dann verpasst er mir noch die DSQ da drauf. Auf der Situation, ey. Und so wären wir dann halt letzter, 20. zum Auftakt in Australien. Das ist natürlich. Und ich konnte die Dings nicht setzen. Die Rückblende nicht setzen in der Situation. Weil wir zu lange schon an der Stelle gesessen haben. Das war mal nichts. Was für ein enttäuschendes Ergebnis. Das war ein hartes Wochenende. Sieht aus, als wäre einer deiner Rivalen auch zu einem historischen Event eingeladen. Das könnte eine gute Chance sein, eure Rivalität für die Presse hochzuspielen und deinen Ruf zu fördern. Du bist nicht der einzige Fahrer, der von der Presse verfolgt wird. E-Mails, wie ich dir gerade eine geschickt habe, geben dir einen Einblick, wie deine ehemaligen Formel-2-Rivalen mit der Presse umgehen. So, ich gehe auf nächste Woche. Ich habe mir ist gerade die Laune vergangen. Nächste Rennen ist Bahrain. Da sehen wir uns nächste Woche wieder am Freitag dann. Tschüss.